So, also ich kann ja schon mal ein bisschen anfangen zu quatschen, ne? Wir werden heute ein Cardio-Burn machen. Tatsächlich wird es hauptlastig Cardio sein. Und ja, brennen wird es auch und wir werden wirklich unser Herz-Kreislauf-System heute spüren. Also wichtig, schön atmen, atmen, atmen und dann schaffen wir das. Ja, ich komme die Musik, ne? Gut, ansonsten, ihr braucht eigentlich heute nur euren Körper und eine Matte, beziehungsweise, wenn ihr euch nachher auf den Teppich legt, reicht das, ne? Ja, das hätte ich rausnehmen müssen, ne? So, einfach dann das erste Lied, ne? So, okay, gut, ich sage, wir würden starten. Genau, wir marschieren auf der Stelle. Wir machen uns erstmal ein bisschen warm, damit die Gelenke schön geschmeidig sind, wenn wir gleich ein bisschen Cardio-Training machen hier heute. Gut, kreist die Schultern. Ich habe gar nicht vorgestellt. Einmal Nadja, einmal Romina. Genau. Wir kreisen im Wechsel etwas größer. Werde noch ein bisschen größer. Groß. Groß. Genau. Schön öffnen. Sehr gut. Noch eine Runde mehr. Side to side, schwinge. Rechts, links. Genau. Tippe locker auf. Schön tief atmen. Gut, wir nehmen die Arme mit nach vorne. Schön mit Spannung, Oberkörper fest, Bauchnabel nach innen gezogen. Die Arme gehen einzeln nach vorne. Schön im Side to Side. Achtung, deine Arme gehen leicht nach oben. Sehr gut. Nochmal nach vorne die Arme. Komm nach oben. Zieh die Arme vor dem Körper hoch. Sehr gut. Bauch schön fest. Rücken gerade. Wir schieben die Arme zur Seite. Schieb. Stell dir vor, du schiebst eine Wand weg. Rotiere schön im Oberkörper. Folge dem Blick mit dem Blick deiner Hand. Und schiebe höher. Genau. Sehr gut. Schön schieben. Runde zur Seite. Schieben. Genau. Eine Runde nach oben. Gut, die Arme im Bizeps. Hip, beugen. Sehr gut. Schön die Gelenke erwärmen. Noch 4, 3, 2. Zieh, lecker. Ferse geht zum Po. Nimm die Arme immer schön mit. So haben wir gleich die Schultern dabei. Zieh mal die Arme etwas höher auf Schulterhöhe und hinten Schulterblätter fest zusammenziehen. Sehr gut. Schön weiter so. 4, 3, 2. Von oben nach unten. Hopp. Genau. Volle Bewegung. Und Bauch schön festmachen. Noch 4, 3, 2. Knie nach oben. Hep. Dreh dich immer mit dem Oberkörper zum Knie. Sehr gut.
Knie nach vorne. Hoch, 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 hoch. Schön nach oben. Bauch ist fest, dein Rücken gerade. Sehr gut. Und wir marschieren locker. Sehr gut. Okay, ich hoffe, ihr seid ein bisschen warm geworden. Ihr trinkt kurz was. Und wir starten im Tabata mit den Übungen. Immer 4 Übungen. Wir starten gleich mit dem Anfersen. Schön nach oben. Dann bleiben wir stehen und wir ziehen das Knie zu unseren Ellbogen. Danach Kniehebelauf nach vorne und zum Schluss schwungvoll Knie hoch, Knie tief und Arm hoch. Okay? Wir starten mit Runde 1. Anfersen, komm. Das wiederholt sich alles. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben. Wir machen alles 2-mal mindestens. Und schön, die Ferse zum Po, Rücken gerade. Wer nicht springen möchte, macht das halt schnell im Wechsel. Ne? Gut, Pause, super. Wir nehmen die Arme und ziehen die Knie seitlich hoch. Ganz wichtig, Oberkörper schön fest. Okay? Zieh, zieh, zieh. Nur Seitneigung. Genau, zieh, zieh. Wenn du das schnelle Tempo nicht machen möchtest, geh einfach langsamer. Du ziehst die Knie hoch und du machst eine Seitneigung. Ellbogen Richtung Knie. Sehr gut. Kniehebelauf. Du ziehst die Knie so hoch, wie du kannst. Oberkörper gerade lassen. Achte darauf, dass du nicht rund wirst. Los geht's. Zieh schön hoch. Ja, gerade Rücken. Bauch fest. Genau. Wer möchte, nimmt die Arme mit. Schön Kniehebelauf. Sehr gut. Auch hier kannst du ohne Sprung arbeiten. Ne? Schnell, alles möglich. Pause. Sehr gut. So, wir gehen weite Kniebeuge und stellen uns vor, wir haben hier eine Kettlebell in der Hand, die wir nach oben schwingen. Tief, tief. Knie leicht gebeugt, weite Kniebeuge. Schön tief und die Arme lang nach oben. Lang, lang. Dein Rücken ist gerade und fest. Genau. Sehr gut. Pause. Alles von vorne. Ich glaube, die Musik darf einen Ticken lauter, ne? Wir brauchen das, ja. Anfersen. Los geht's. Schön anfersen. Schön die Fersen hoch. So hoch, wie du kannst. Sehr gut. Immer gleichmäßig atmen. Tief durch die Nase ein, durch den Mund aus. Sehr gut. Pause. Super. Kniebeuge, also nicht Kniebeuge, sondern Knieheben zur Seite. Arme hinter den Kopf und Seitneigung. Hep. Das heißt, du ziehst das Knie bewusst hoch und dein Oberkörper neigt sich zur Seite. Mit der Ausatmung am besten. Heute ist es wichtig zu atmen. Pause. Gut, Kniehebelauf. Schön durchatmen, auslockern. Und zieh hoch, komm. Knie hoch. Tack, tack, tack. Stell dir vor, du bist auf dem Trampolin. Jogging. Genau. Schön nach oben. Zieh den Bauchnabel nach innen. Gerader Rücken. Sehr gut, macht ihr das. Komm. Gut, letzte Runde. Kniebeuge mit Arme lang, schwungvoll nach oben. Ja? Weite Kniebeuge. Hopp. Hip. Hip. Und schön lang die Arme. Komm. Tiefe Kniebeuge. Schön kraftvoll. Arme lang an den Ohren vorbei. Sehr gut. Wir haben eine Minute Pause. Und das machen wir jetzt mindestens noch mal 5-mal. So,
In der zweiten Runde haben wir den halben Hampelmann. Das heißt, Arme im rechten Winkel, Beine öffnen, schließen, Arme im Seitheben. Dann haben wir weite Kniebeuge. Wir gehen weit nach außen, tief, Rotation im Oberkörper, boxen, boxen, boxen. Und ihr nehmt schön den Oberkörper mit für die seitlich schrägen äußeren Bauchmuskeln. Ja? Dann haben wir Kniebeuge, tief. Wir laufen 1, 2, 3, Tap. 1, 2, 3, Tap. Schön tief. Okay? Wie die Fußballer halt, ne? Und dann zum Schluss haben wir noch den Tap nach vorne, den wir springen und dabei auch boxen oder halt tippen und boxen. Ja? Das sind die vier. Okay, erste Runde, halber Hampelmann. Tap, tap. Klein und kurz. Kraftvoll. Komm leicht in die Knie. Po nach hinten. Genau. Wir wollen nämlich die Oberschenkel jetzt spüren. Sehr gut. Arm im rechten Winkel. Wenn du auseinander springst, öffnen. Kraftvoll. Sehr gut. Erste Runde. Zweite Runde. Weite Kniebeuge. Wir stehen weit außen. Boxing. Schön tief. Boxen. Mit Rotation. Hey, 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 hey. Schön mit Kraft. Rotiere. Komm. Bup, 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 bup. Rücken gerade. Tempo, Tempo, schneller. Komm. Zieh durch. Genau so. Komm, komm, komm. Rotation im Oberkörper. Stop. Wir laufen. 1, 2, 3, Tap. Ja, wir laufen noch da, Mädels. Schön tief. 1, 2, 3, Hep. Hep. Was ihr mit den Armen macht, mitnehmen oder fest, das entscheidet ihr. Wichtig, schön tief. Hep. Hep. Genau. 1, 2, Hep. Sehr gut. Schön tief, komm, runter. Ja, sehr gut. Jetzt haben wir Tippen nach vorne mit Boxing. Hep, hep, hep. Genau. Schön nach vorne. Hep. Wie gesagt, ihr könnt alles auch ohne Sprung machen. Ja? Müsst halt nur etwas schneller als sonst arbeiten, damit wir den Cardio-Effekt haben. Sehr gut. Alles von vorne, halber Hampelmann. Jetzt geht's los. Hep, hep. Genau. Öffnen und schließen. Arme rechter Winkel, Schulterhöhe. Genau. Auf. Sehr gut. Schön durchhalten. Sehr gut. Weite Kniebeuge, Oberkörperrotation mit Boxen. Schön tief gehen. Kraftvoll. Achte drauf am Ende. Schön Gelenke gebeugt lassen. Nimm den Oberkörper mit. Hep, 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 hep. Rücken gerade. Bauch nach innen. Sehr gut. Wir laufen. 1, 2, 3, Tap. Ja, schön tief. Po nach hinten. Tap. 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 Und schön tief. Komm runter. Tap. Genau. Sehr gut. Komm, wir ziehen das durch. Tap. Tap. Rücken gerade. Bauch fest. Sehr gut. Und wir springen im Tipp nach vorne mit Boxing. Atmen. Hep. Genau. Kraftvoll. Sehr gut. Schön tippen. Gerade Rücken. Sehr gut. Komm, wir sind gleich fertig. Ja. Eine Minute Pause. Perfekt. Nummer 3.
Und zwar, wir gehen zur Seite. 1, 2, 3, Pendel. 1, 2, 3, Pendel. Pendel, okay? Dann diagonaler Crunch im Stehen. Schnell. Jetzt geht der Ellbogen zum Knie einrollen. Beine kreuzen mit Arme. Bei dem Kreuzen bitte nicht komplett überkreuz, immer eine Linie, damit die Knie geschont bleiben. Dann nochmal weite Kniebeuge, diagonal tippen wir Richtung Fußspitze, wichtig, gerader Rücken, nicht hier runter, gerade Po nach hinten, Rotation, atmen. Gut, wir pendeln. 1, 2, hip, 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 hip. Bleib im Becken fest und das Bein. Wer kann? Diagonaler Arm. Oh Gott. Hip, 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 hip. Ja, das sah gut aus. Wirklich, Mädels, toll. Diagonaler Crunch. Schön mit Tempo ranziehen. Zack, zack, zack. Zieh, Knie hoch, aber roll dich schön im Oberkörper ein. Schön mit Tempo. Hip, hip, hip. Genau, sehr gut. Komm, kraftvoll. Rotation, diagonaler Crunch im Stehen. Super. Wir kreuzen. Ja, ihr könnt die Arme gerne mitnehmen. Hip, 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 hip. Genau, Arme und Beine kreuzen. Schön vorsichtig. Bleibt schön stabil in den Kniegelenken. Sehr gut, tief atmen. Komm, das schaffen wir. Weite Kniebeuge. Rotation mit dem Oberkörper. Ja. Nach vorne. Hip, hip, hip. Genau. Kniegelenke sind leicht gebeugt. Rücken gerade. Zieh den Bauchnabel nach innen. Po weit nach hinten. Kraftvoll. Schön festmachen. Pause. Sehr gut. Womit haben wir angefangen? Genau, Pendel. Sehr gut. 1, 2, hip, 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 hip. Genau, nehmt die Arme diagonal mit. Bleibt im Becken fest. Schön tief. Komm. Hip, hip, hip. Sehr gut. Das sieht gut aus. Pause. Diagonaler Crunch im Stehen. Hip, 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 hip. Schön einrollen. Kraftvoll. Komm. Das macht ihr sehr gut. Wir schaffen das gemeinsam. Dreh dich ein. Kraftvolle Rotation. Hup. Sehr gut. Super. Beine. Kreuzen. Das ist ja Gehirnjogging hier. Hip. Schön kraftvoll. Versucht eure Kniegelenke immer leicht durchlässig zu lassen. Schultern tief, Bauchspannung. Genau. Sehr gut. Letzte Runde, weite Kniebeuge. Rotation zur Fußspitze. Wir starten am besten zur Wand. Po nach hinten. Hip. Wichtig ist hier bei den Rücken. Gerade halten. Bauchnabel nach innen gezogen. Langer Rücken. Stolze Brust. Ja, wichtig. Kopf schön in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Sehr gut. Eine Minute Pause. Hier ist es wie in der Sauna. Gut. Ganz leicht. Knee lift. Ja, hochziehen. Dabei ziehen wir beide Arme nach hinten. Rechts und links. Kniebeuge.
Mini-Sprung. Kleine, kurze. Schön tief. Und zum Schluss im Stand. Danach gehen wir runter. Volle Jumping Jacks. Okay? Wir starten. Jo? Gut. Ich hoffe, euer Herz-Kreislauf-System. Ein bisschen. Romina, hardcore. Nein, wir schwitzen alle. Also ich hoffe, ihr zu Hause auch. Wenn nicht, komme ich. Mit Maske. So, wir können uns ein bisschen diagonal stellen. Wir ziehen das hintere Bein schön nach oben. Arme vor. Zieh, 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 zieh. Genau. Andersrum noch, da musst du gucken. Ja! Die Optik macht's, ne? So, zieh schön dein Knie nach oben. Knee lift, komm. Hep. Dein Rücken gerade. Bauch fest. Tempo. Hep. 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 Wow. Andere Seite. Schön in die leichte Schräglage nach vorne. Festmachen. Hep. Hep. Zieh die Schultern runter. Mach den Bauch richtig fest. Komm. Umso tiefer, umso anstrengender, ne? Man kann sich ja hier oben schön machen. Das wollen wir aber nicht. Runter. Sehr gut. So, Kniebeuge. Jumps, aber wirklich kleine. Nur so ein paar Millimeter abheben. Und schön unten bleiben. Rücken gerade. Hep, hep, hep. Endenpo nach hinten. Rücken gerade. Du kannst mit den Armen gerne arbeiten, ne? Hep. Zieh, zieh, zieh. Genau. Da unten merken wir schön. Und jetzt zum Schluss Jumping Jack. Komplette Bewegung. Arme hoch. Das, was geht. Kraftvoll. Große Arme, große Beine. Du darfst natürlich ohne Sprung. Ja, alles möglich. Aber versuch das, was geht. Alles von vorne. Knee lift. Zieh, 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 zieh. Genau. Schön mit Kraft. Komm. Sehr gut, macht ihr das. Das schaffen wir gemeinsam. Zieh durch. Komm, hoch, hoch, hoch. Leicht geschafft. Sehr gut. Standbein auslockern. Genau, stabil machen. Hier braucht ihr ganz viel Bauchspannung. Schön ziehen. Lass den Rücken schön lang und gerade. Kopf in Verlängerung, komm. Schultern tief. Zieh sie in die Hosentaschen. Hep, hep, hep. Belaste die Ferse vorne, komm. Sehr gut. Kniebeuge-Jumps, die kleinen. Jetzt sind wir oben, schön oben. Nur so ein paar Millimeter abheben, okay? Schuck. Genau. Zieh durch. Entenpo, komm. Schön nach hinten damit. Zieh den Bauch rein. Gerader Rücken. Das habt ihr super gemacht. Hampelmann. Jumping Jacks. Hört sich besser an als Hampelmann, ne? Aber ganze Bewegung. Schön die Arme hoch. Schön atmen, kommt. Zieh durch. Hep. Super. Eine Minute Pause. Gut, wir gehen auf den Boden. Baut schon mal eure Bodensachen auf. Wir müssen ja vom Cardio her oben bleiben, deswegen geht es direkt weiter. Und zwar mit der Plank. Schaut ein bisschen, Mädels. Wir drehen noch mal kurz. Sorry.
Im ersten Lied müssen wir ein bisschen wandern. Die Plank wandern wir rüber und wieder zurück. 2, 1, 2, 3, Hip. Mountain Climbing, ranziehen. Okay? Dann halber Burpee. Wir sind hier im Stütz. Ran, hoch, zurück. Wir können das auch ohne Matte machen, ne? Und zum Schluss nur den Bankstütz halten. Können wir auch seitlich wandern? Nee, ne? 1, 2, 3 ist schlecht, ne? Gut. Plank wandern. Wir wandern zuerst nach da drüben. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hüp. Hüp. Wir machen es ohne Matte, weil dann ist es nicht so gefährlich. Genau. 1, 2, 3. Hüp. 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 Pause. Gut, ich gehe mal seitlich so, ne? Der Mountain Climber. Zieh ran. Rücken gerade. Bauch fest. Genau. In deinem Tempo. Achte drauf, Ellenbogen unterhalb der Schulter. Bauch fest. Pause. Der halbe Burpee. Das heißt, wir stützen wieder, springen ran, gehen einmal nach oben, um den Kreislauf nochmal in Gang zu bringen. Ran, hoch, tief, ab, ran, hoch, in deinem Tempo. Genau. So wie du kannst, bestimme dein Tempo. Bleib gerade im Rücken, fest im Bauch. Sehr gut. Bankstütz halten. Letzte Runde. Ha? Genau. Ellbogen unterhalb der Schultern. Atmen. Gleichmäßig. Komm. Wir schaffen das. Das sind nur 30 Sekunden. Schön halten. Bauch fest. Kopf in Verlängerung. Pause. Alles von vorne, Plank wandern. Schön ruhig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mach den Po schön tief. Gerader Rücken. Sehr gut. Schön gleichmäßig. Komm, komm, komm. Pause. Mountain Climber. Hip. Schön den Po tief. Schaut, dass ihr wirklich gerade im Rücken seid. Po tief. Arme direkt unterhalb der Schulter. Okay? Vier noch. Pause. Der Burpee. Gleich geschafft, Mädels. Noch zweimal. Puh. Ran, hoch, tief, zurück. Wer das langsam machen möchte, nimmt die Beine nacheinander. Okay? Deine Variante. Sprung oder nacheinander. Sehr gut. Letzte Runde. Bankstütz. Halten. Jetzt könnt ihr euch schon so drehen, theoretisch. Körper eine Linie. Bauch schön fest. Gerader Rücken. Schön tief atmen. Komm, wir schaffen das. 20 Sekunden. Halten und atmen. Geschafft. Jetzt könnt ihr euch seitlich drehen. Eine Minute Pause. Und wir sind schon bei der letzten Runde. Und zwar gerader Crunch, diagonaler Crunch in verschiedenen Varianten. Erste Variante. Gerader Crunch so hoch wie wir können. Ihr dürft sogar ein wenig den Beinbeugern
mitnehmen. Diagonal genau das gleiche. Zieh dich so hoch, wie du kannst. Rechts und links. Danach Beine hoch, die geraden und dann auch mal die Diagonalen. Und dann sind wir schon durch. Und dann haben wir mindestens 450 bis 500 Kalorien verbrannt. 1000 haben die Mädels gesagt, 1000. Ich bin begeistert. Dann haben sie 200% gegeben. So, hoch. In deinem Tempo, so hoch wie du kannst, versuch möglichst deinen Rücken gerade zu machen, gerade wenn du hochkommst. Arbeite mit der Ausatmung. Helf dir ein bisschen mit dem Beinbeuger nach, wenn du merkst, dass du unsauber wirst. Die Diagonalen. Arme hinter den Kopf. Hoch. Und hoch. Hoch. Sehr gut. Kraftvoll. Jetzt komm, zieh durch. Sehr gut. Beine nach oben. Gerader Crunch. Und zieh hoch. Deine Finger gehen zu den Fußspitzen. Hoch. Hoch. Mit der Ausatmung nach oben ziehen. Genau. Wenn du den Nacken nicht halten kannst, nimm die Arme hinter den Kopf. Okay? Sehr gut. Das gleiche diagonal, auch hier möglich, die Arme hinter den Kopf zu nehmen. Zieh. Achte drauf, Schulterblätter sind gelöst von deiner Matte. Zieh dich diagonal vorbei. Sehr gut. Gleich geschafft, komm. Zieh durch. Das macht ihr super. Perfekt. So, noch einmal richtig schön hoch. Die Diagonalen machen wir dann die Hälfte vom Weg, damit sie sauber bleiben. Fersen aufgestellt. Komm hoch. Mit der Ausatmung. Zieh dich nach oben. Komm, nimm die Kraft. Sehr gut. Die Diagonalen, nehmt ihr die Arme hinter den Kopf. Wir bleiben weiter unten. Außer wer möchte, kann noch mal hochwandern. Kraftvoll. Zieh hoch. Schulterblätter gelöst. Schön diagonal. Sehr gut. Lächeln nicht vergessen. Und mit der Ausatmung. Super. Nur noch zwei Runden. Dann sind wir fix und fertig. Gerader Crunch. Hoch. Wenn du dich halten kannst, den Nacken, nimm die Arme hinter den Kopf. Okay? Sehr gut. Komm, zieh durch. Hoch. 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 Kraftvoll. Super. Die letzte Runde diagonal, dann ist aber wirklich Ende Gelände. Action. Wir gehen. Zieh. 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 Komm, Endspurt. Wir schaffen das. Beiß nochmal auf die Zähne. Komm, komm, komm. Zieh. 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 Kraftvoll. Und legt euch ganz entspannt ab. Ganz entspannt auf der Matte. Legt euch ab. Atmet tief durch deine Nase ein und durch deinen Mund wieder aus.
Spüre mal bewusst, wie sich deine Bauchdecke hebt und wieder senkt. Spüre mal die komplette Durchblutung in deinem Körper. Die einen merken es mehr im Gesicht, die anderen mehr an den Beinen oder an den Armen. Versuch deine Atmung runterzubringen durch tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Dann bewegst du dich mal, strecke dich mal lang, richtig regeln und strecken. Und dann lässt du dich nochmal in die Matte fallen, ziehst ganz langsam die Beine an deinen Körper heran, umgreifst deine Knie und umkreist deinen Körper mit kleinen Bewegungen. Kreis auch mal andersherum. Und du kommst zur Mitte. Deine Knie gehen weit nach außen. Versuche an deinen Sprunggelenken zu greifen. Entspann den Nacken. Spürt in den Innenseiten der Oberschenkel die Dehnung. Langsam lösen, zieh die Beine ran, hol ein Bein richtig nah an den Körper, mach dich rund und roll dich mit Schwung nach oben, atme tief ein und aus. Nimm deine Beine nach vorne lang, zieh die Fußspitzen ran und wander langsam nach vorne. Mach dich mal richtig schön rund, spür auch hier auf der Beinrückseite die Dehnung und spüre, wie dein Rücken, die Bandscheiben sich öffnen. Roll dich langsam wieder nach oben, über die Seite, kommst du in den Vierfüßlerstand. Du rollst deinen Rücken einmal richtig langsam, Wirbel für Wirbel nach oben zu einem Katzenbuckel. Mal kurz halten und langsam Wirbel für Wirbel nach unten, Hängebäuchlein. Komm in eine neutrale Haltung, schiebe nun den Po nach oben zur Decke. Komm mal mit deinen Füßen etwas mehr zusammen und wander mit den Händen Richtung Füße. Versuche mal, beide Beine zu strecken, wenn du kannst, und lass dich einfach hängen. Und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Wenn du oben ankommst, kreise deine Schulter nach hinten, beweg die Hände, beweg die Füße. Kreislauf wieder so ein bisschen ankommen lassen. Atme tief ein und aus. Nochmal schön tief ein und aus. Ich hoffe, ihr seid genauso ins Schwitzen gekommen wie wir. Wir freuen uns auf euch. Bis bald. Ciao.